So, seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Fallout New Vegas. Und wir haben das Spiel, also ich hab's fertig, das Hauptspiel. Und jetzt gibt's auch einige DLCs, die kriegst du, wenn du es heute kaufst, das Spiel, sind das alles automatisch schon mit dabei für wenig Geld. Und das machen wir jetzt. Und zwar, ich glaube, 5 sind es mindestens, oder? Also Spiele, die man noch spielen kann. Und zwar das eine heißt Honest Hearts, also Honest, treue Herzen, oder? Honest, treu. Treue Herzen, Honest Hearts. Und wo ist es? Ich glaube, man kann es irgendwie mit dem Radio finden. Oder aber man geht einfach hierhin. Nordpassage, schau her. Hier ist ein Ort namens Nordpassage, also ganz oben. Also das ist die ganze Karte. Und oben auf der Karte, da ist der Krater. Wenn du jetzt auf der Karte rüber gehst, also hier oben ist der Punkt Nordpassage. Da bin ich gerade und da musst du rein. Also wenn du jetzt, hier sieht man den Turm. Und ich bin da auf der Straße. Und hier sieht man so eine Hütte. Und da oben hinter der Hütte ist ein Höhleneingang. Hier sind schon verdächtige Geräusche. Also nochmal hier. Da die Straße, da oben die Straßen. Und da dann, das ist da ein einziger Ort, Nordpassage. Da gehst du hinter der Hütte. Jetzt finde ich es nicht mehr. Wo war es denn jetzt? Da rein oder da rein? Ach komm, die kann nicht sprinten, das ist ärgerlich. Da rein, oder? Schnellreise, ich könnte das ja, aber du gehst hinter der Hütte darauf und da ist dann so ein Höhleneingang. Es gibt hier 10.000 Höhleneingänge. Aber der hier hat, wie gesagt, einen eigenen Namen, nämlich Nordpassage. Da ist er, siehst du, da haben wir ihn ja. Genau, Nordpassage. Da kannst du auch das Grab ausschaufeln, habe ich schon, brauchst allerdings eine Schaufel. Also hier Nordpassage. Gehst rein und ja, und dann musst du ihn anquatschen, dann beginnt dieser DLC. Und nochmal, ich gehe nochmal raus. Folgendes. Mit diesen DLCs, wenn ich das richtig sehe, ich hätte gedacht, man kann das Spiel, das Hauptspiel zu Ende spielen und dann die DLCs machen. Nee, geht nicht. Wenn das Hauptspiel zu Ende ist, dann ist das Spiel zu Ende. Da geht nichts mehr. Du musst ein Save Game, also ein Spielstand von vor dem Ende laden. Oder anders ausgedrückt, du musst irgendwann mitten im Spiel da rein. Wahrscheinlich ist es mit allen DLCs. Also, weil wenn das Spiel zu Ende ist, ist es zu Ende. Da kommt der Abspann und dann kannst du nur noch den letzten Spielstand laden. Da ist sonst nichts mehr. Also du musst während des Spiels rein und natürlich möglichst spät, wenn du möglichst gut bist, weil ich bin jetzt schon Stufe 49, ja. Also weil da natürlich teilweise schwer, sehr schwer. Also ziemlich am Ende, oder wenn du fertig bist, dann kann er einen Fels aufmachen, da ist ein Ledergürtel drin. Also ziemlich am Ende des Spiels, oder du, wenn du fertig bist, nimmst das letzte Save Game und oder vorletzte und gehst und dann machst die DLCs, verstehst du? Und jetzt kommt, und anscheinend muss man das dann beenden und dann kommt man automatisch wieder, wenn man fertig ist, kommt man wieder raus. Kannst natürlich ein Save Game nehmen und einfach wieder rausgehen, verstehst du? Aber ja, und hier ist Folgendes, der sagt es uns ja gleich. Also du musst alleine reingehen, ohne Begleitung. Der da. Und du darfst höchstens 75 Kilo mitnehmen. Wollen Sie mich noch länger? Der da, Chad Masterson. So langsam in die ja, Hüfe du kannst kommen. Mich mal so langsam. Wir sind alle bereit auf. Wir sind alle, wieso alle? Also du kannst mit dem auch Karawane spielen übrigens. Also ich gehe jetzt rein. Darauf wette ich. Aber wir haben hier nur noch Platz für einen. Ihre Freunde ja, müssen ich. Leider zurücklassen. Hab ich schon. Darauf. Hä? Ich hab doch keinen mehr. Hä? Bin ich blöd? Die hocken im Ding? Muss ich die erst noch direkt entlassen oder wie? Ach bitte! Ach, die hocken ja, doch. Davon gehe ich
aus. Ja, leck mich doch, entschuldige. Ich hab, das ist doch keiner da, schau her, ist keiner da. Die hocken alle im... Aha, da muss ich jetzt ins Begleiter... Begleiterentlassungsterminal, oder? Meine Fresse. Also, Begleiterentlassung, es ist eins, Arbeitenhügel. Ding ist eins, im, ja, gehen wir mal rein, ist halt scheißegal. Im Lucky 38 ist eins, oder? Nordtor und dann Lucky 38. Die sind doch gar nicht dabei, die Idioten. Muss ich die entlassen? Das ist ein Idiot. Gut, jetzt muss ich da erst noch reingehen. Das wird mir das Spiel wieder abstürzen. Da hat man ja seine Präsidenten-Suite und da ist das Entlassungsterminal, oder? Begleiter aktivieren, Begleiter Entlassungsterminal. Alle Begleiter entlassen. Dass sie sich nach Hause. Hä? Nach Hause? Was heißt nach Hause? Sind die dann nicht mehr im Ding? Warte mal. Entschuldige, das ist halt, die sollen da drin bleiben, Präsidenten. Also ich hatte jetzt, ich hatte jetzt die Cass und entlassen. Wie entlasse ich die jetzt? Pass auf, wo du deinen Chip da herumzeigst. Ja, bla. Dann. Man kann die doch jetzt hier auch so entlassen, oder? Hier trennen sich unsere Wege. Wenn du sicher bist. Genau. Selber schuld. Zum Lucky 38. Zurück in den goldenen Käfig. Cassie ist widerwillig. Ja, da sind wir ja schon. Da steht sie. Da ist sie. Genau, aber jetzt ist aber, dass ich die wiederfinde hier. Und mit dem kann ich nicht. Den muss ich so entlassen, oder? Genau. Der kann ich nicht. Lager offen. Was ist Lager offen? Achso, Lager, ja, ja. Ach komm. Schließen, oder wie? Hä? Also den entlasse ich, den muss ich jetzt so entlassen. Also die Cass haben wir jetzt, die ist jetzt hier, die bleibt hier und den muss ich halt jetzt so, komm, ich muss mir da alles entlassen, das ist so. Jetzt gehen die alle, wollten sie fort, ja komm, jetzt können sie mich aber. Ed ist nach Brim zurückgekehrt, ja toll, jetzt kann ich den in Brim suchen. Jetzt habe ich aber keinen mehr, ist ja wurscht jetzt. Jetzt muss das aber hinhauen, sonst fange ich das Schreien an. Mann, jetzt. Der ist. Ja, gut, geh mal rein, ist ja wurscht. Jetzt kannst du mich aber, du Vollidiot. Wollen Sie? Ja, ja, bin bereit. Nicht herumjammern. Oh, Mr. Ma. Und. Kannst losgehen. Ja, ganz sicher. Und mit Überleben 50 können wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Kilo mitnehmen. Also, man darf bloß 75 Kilo mitnehmen. Warum? Sie waren noch nie in Zion, oder? Ah ja, bla, gut, dann gehen wir. Und diesmal sind Sie sicher? Ja, eine Mensch, ganze Weile Quatsch. Unterwegs sein. Ja, ganz sicher. Gut, also dann, brechen wir auf. Leck mich doch. Wir haben einen langen. 175 Kronen hat der jetzt noch Geld verlangt. Ah! Hat der jetzt noch Geld verlangt, die Sau. Entschuldigung, voller. Du wegen. Oh, wow. Honest Hearts, oh nee. Oh, jetzt geht da ein Vorspann los also, hier, oder wie? Können Sie auch Verarschen, aufsperren und zuhören, was der alte Jet zu sagen hat. Ah, nee, komm, das interessiert mich. Vor einigen Jahrzehnten begann Bürger der RNK von einer Gemeinschaft namens Neukanaan im Nordkanaan, das ist in der Bibel. Wussten wenig über sie, außer dass sie religiöse Leute waren. Sandten Missionare. Okay.
Wir haben eine Menge Sekten gesehen. Hochzeit von Kanaan, oder? Steht in der Bibel. Ehrliche Händler und gute Kämpfer. Ja, bla. Würden sich nicht mit ihnen anlegen. Weil mich das aber dann tauchte die Legion in interessiert. Weißbeine, da kommen angeblich Weißbeine. Dass Caesars oberster Kriegshäuptling, der Legat von Malpay, ein Neukanaaniter war. Ja, Kanaan, genau. Graham. Man sagt, Graham war der fieseste, härteste Hurensohn. War der Erfinder des Dosenöffners. Die Neukanaaniter redeten nicht über ihn. Mhm, sie schämten sich. Das denke ich mir. Ich auch nicht. Ja, den haben wir gesprengt am Schluss. Also, Hanlon und Oliver traten seinen Neukanaan Arsch. Also, das ist quasi, spielt nach dem. Nach dem Ding da. Um zu zeigen, nach dem Hauptspiel, auf der höchsten Ebene Versagen nicht toleriert wird. Ja. Graham mit Pech. Oh nö. Ihn an und warf ihn in den Grand. So einer. Man sagt, er hat auf seinem Weg nach unten nicht mal geschrien. Ja. Nicht lange danach gab es. Ist aber dunkel hier, ich kann nichts so viel. Stammesleuten. Sagten, Graham wäre nicht tot. Viele. Ja, das kann jetzt eine Stunde dauern. Das Gebäude nervte Caesar, also verbot er, seinen Namen auszusprechen. Wollte Joshua Graham aus der Geschichte auslöschen. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Joshua Graham verschwand. Das ist ja mal gab es Legenden über den eins auf die Mütze. Die Wüste streift. Wahrscheinlich nur eine Geistergeschichte. Genau. Aber es war lange still jetzt um Neukanaan. Ist vielleicht nur Zufall. Vielleicht ist der Legat von Malpay tot. Prima. Oder vielleicht kroch Joshua Graham aus diesem Canyon und fand endlich den Weg zurück. Nach ja, Entschuldigung. Ja, oh, ja, Errungenschaft. Oh. In Ordnung, Leute. Es hat etwas gedauert. Steht ein Flugzeug. Aber jetzt sind wir da. Zion. Oh nee. Ich weiß, euch tun die Füße weh. Und ihr seid kaputt. Aber wir müssen uns auf den Weg konzentrieren, der vor uns liegt. Nicht der Weg, der vor uns liegt, macht mir Sorgen, Jet. Unser Abstieg durch den Canyon da hinten. Ah. Wir kommen garantiert nicht so raus, wie wir reingekommen sind. Na, das denke ich mir. Und was dann? Verdammt nochmal, Stella. Ich bin nicht taub. Da müssen wir durch. Die Neukanaaniter werden einen Weg kennen. Und falls nicht, bleiben uns immer noch die Karten auf dem Pip-Boy unseres Freundes hier. Doch, ja. Genug herumgeeilt. Mhm. Kommt in die Hose und spitzt die Augen nach. Ich kann nichts machen. Hetze. Speichern. Wen interessiert es schon? Aha, aber Ankunft bei. Das ist doch kein Problem. Zion. Jetzt müssen wir den. Jetzt speichern wir mal extra, Freunde. Huh. Oh nee. Aha. Aha, aha. Oh. Und Aufgaben. Achso, nee. Jetzt müssen wir da oben weitermachen, Freunde. Folgen Sie Jet. Aha. Dies machen wir. Sehe ich nicht. Nix hier. Okay, Freunde. Habe ich extra gespeichert? Nee. Mojave Ödland müssen wir extra speichern, gell, Freunde. So, dass wir uns das mal. Also, wir schauen es uns jetzt mal an, so ein bisschen. Hier ist meine Kollegin. Könnte schwören, ich hätte da vorne was gehört. Aha. Verdammter Mist, da. Ein Hinterhalt. Alles sofort in Deckung. Zieht die Köpfe ein. Abgeschossen. Bezwingen Sie die Einfallen. Wer ist denn das? Oh ne. Hä? Ach du Scheiße. Zieht die Köpfe ein, Leute. Ist das jetzt ein Böser? Der ist aber grün. Zieht die Köpfe ein. Das ist doch grün. Ich hab die Schnauze voll. Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Au. Kollegin. Ja, entschuldige, wo ist der? Der ist ja jetzt, haben wir aber einen hier. Komm, rot. Hauen wir den um. Peng. Ah, meine Waffe habe ich noch. 300 Punkte. Hat jetzt die Kollegin mal alles mitnehmen, komm. Weil ich muss ja, nehmen wir mal alles mit, komm her. Die hat doch eine Waffe, war da nicht noch eine Waffe? Da schon her, Granatwerfer. Naja, gut. Jetzt durchsuchen wir die mal. Komm her. Weißbeine. Okay, Freunde.
Aha, das war der Chef, oder? Oh, war ja. Der Chef ist weg. Da liegt da auch was, oder? Kann man mal alles mitnehmen hier. Komm. Leer, leer, leer. Öffnen die. Schmutziges Wasser. Ja, prima. Und der. Da kommt einer. Prima. Und jetzt. Oh. Die da unten, das sind die Bösen. Hoppla. Muss jetzt umhauen, gell, oder? Kann man das mal so. Kann man das mal so. Holla, die schauen aus hier. Warte. Kann man das mal so sagen? Bezwingen Sie die Einfall, reisen Sie in das Ziontal. Das ist jetzt holla, das Wasser. Das ist da unten jetzt, oder wie sehe ich denn das? Aha, aha. Aha, da ist der Weg markiert jetzt, oder wie? Zerstört der. Wei. Also da haben wir angefangen, Südpassage, also Nordpassage sind wir rein, also ist das logischerweise die Südpassage, oder wie? Und jetzt müssen wir da lang gehen. Reisen Sie in das Ziontal. Die ist, weiß keiner. Ziontal Empfangstisch, das ist da noch schon mal. Das. Entschuldige. Ja, jetzt gehen wir da mal. Gibt es da sonst nichts irgendwie? Kann man da runtergehen? Schicke Bude. Schauen wir uns das mal ein bisschen. Da oben war einer, gell? Da kommen wir nicht hin. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Aber lassen wir mal ein bisschen einwirken hier. Komm. Da schau ich. Oh. Oh nee, ist er. Holla. Ist ja vom Feinsten. Was ist da hinten? Da ist nichts mehr, gell? Vom Feinsten hier. Hallo. Christbaum, den können wir noch verplündern. Und dergleichen. Der hat was hocken, der Polizeigeschießgewehr. Ameisenfleisch, habe ich das richtig gelesen? Jetzt gehen wir darüber. Die Brücke stürzt ein. Das weiß ich, das kann ich riechen. Au! Du? Hä? Oh nö, komm her. Nicht jetzt bitte nicht anrufen, ich habe den God-Mode-Trainer. Da hat man unendlich Munition und Aktionspunkte. Ja. Und so. Und man ist unsterblich. Der auch. Nahezu unsterblich. Da hinten steht ein Flugzeug. Und was ist das da? Höhlenzei. Hoi! Weißbeine lassen meist keine Überlebenden zurück. Du hast wirklich Glück gehabt. Das kann ich dir versichern. Aha, voll Kreide. Du bist von draußen gekommen, stimmt's? Oh, war ja. Aus den zivilisierten Ländern. Wow, das wird Joshua hören wollen. Das denke ich mir. Entschuldigung. Folgen Sie Chat, bezwingen Sie die Weißbeine. Reisen Sie das Ziontal. Ein Mann namens Volk Kreide. Follow Kreide. Schleicht sich jedoch an und schaltet sie aus. Nach dem Kampf beginnt ein Gespräch. Ja, gut, machen wir. Joshua Graham, er führt unseren Stamm an. Dank ihm sind wir Wüstenpferde stark und sicher vor unseren Feinden. Der hat Drogen genommen. Er will mit allen sprechen, die aus dem Süden hochkommen. Ich schätze, das schließt dich ein. Komm, ich kann dich zu ihm führen. Hat wenigstens eine affige Mütze auf, der Kollege. Gut, Sist. Ganz nach Osten. Hat der Joshua ist im Lager unseres Stammes in Eastern Virgin. Da schon her. Da schon was wissen. Langsam. Hat den das extra gut gestapelte Scheinhaben verliehen. Wenn Sie mit Volkreide in der Gruppe einen erhöhten Punkt erreichen, werden alle umliegenden Kartenmarkierungen freigelegt und die Wahrnehmung. Haben die einen Vogel? Entschuldige. Boah. Alter. Jetzt kommt der. Wahnsinn. Was sind denn das für. Was muss ich denn jetzt machen? Reisen Sie in das Lager der Wüste.
Reisen Sie in das Lager der Wüstenpferde. Oi. Und was ist das da? Ist das jetzt mein neuer Begleiter da? Da schau her, das ist die Höhlenmalerei von... wie heißen die dämlichen Idioten da früher? Da kann man doch nichts machen. Da schau her. Aha, aha. Prima, schau das an. Warte! Siehst du den Baumstamm dort drüben? Ja, was ist mit dem? Wirf einen genaueren Blick drauf. Hab ich. Da könnte gutes Zeug drin versteckt das sein. Da ist das gute Zeug drin. Der hat eine Male. Da könnte gutes. Das ist aber eine schicke Gegend. Ja, hallo. Oh nee. Ist ja wie ein Far Cry 5 oder so, wenn man da rumwandert. Da sind auch dann immer so Hinweisschilder. Wahnsinn. Ja, mich interessiert nur das Flugzeug da hinten. Schau her. Wahnsinn, das gab's so gar nicht. Schau her. Das glaube ich gar nicht. Was, wenn ich einen erhöhten Punkt erreiche? Was macht der dann? Ist aber eine schicke Gegend. Schau her. Muss wir folgen diesem Pfad ein Weilchen. Da schau her. Netter Blick auf den Fluss, oder? Ja, hallo. Da ist wieder irgendwas. Schau her. Da ist diese Höhlenmalerei vor. Bäume und Menschen mit Wurzeln als Bäume. Das, da kommt jetzt der Däniken, Erich von Däniken, und sagt, das sind Außerirdische garantiert. Das ist. Halt! Klar. Zug nicht mehr mit der Wimper. Yaoguai. Ich glaube, ich bin hier im falschen Spiel. Oder. Das nenne ich Glück. Falschen Kino. Schätze, der war vollgestopft mit Geckos, hm? Mit Drogen. Aber gewöhn dich nicht daran. Yaoguai sind in der Regel ziemlich bösartig. Das kann ich mir vorstellen. Kann man jetzt da nochmal runterschauen? Da schau ich. Oh. Oh, 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 oh. Ist ja nicht mehr. Freunde, da hinten, da müssen wir rein, da hinten, da wette ich drauf, da ist wirklich. Reisen Sie in das Saal der Wüstenpferde. Da gehe ich jetzt da links rum, oder? Da gehe ich jetzt da links rum. Entschuldigung. Muss ich jetzt da unten links rum oder oben links rum? Entschuldigung, tut mir jetzt echt leid, aber es ist brütend heiß und man schwitzt und da kann man reingehen. Du kannst den Pfad nach Norden nehmen oder nach Osten über den Kamm gehen. Von den Felsen dort oben hast du einen guten Ausblick, wenn du willst. Die haben nicht mehr alle dicht hier, schau her. Kann das nichts machen da. Das ist so zum Scheiße scheint. Was sagt der? Idiot. Dann rauf, da müsste ich da oben, da ist aber, da komme ich nicht drauf. Da, was ist das? Das ist. Wahnsinn. Geh weiter nach Norden, um diesen Haufen Felsen herum. Ja. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo Norden ist, da wo der Daumen rechts ist, das ist klar. Wie komme ich denn? Ich will auf den Felsen rauf. Ich dann, oh nee. Schnellreise, ja, da, wie komme ich denn darauf? Ach du grüne, meine Bergsteiger, da muss es Bergsteiger. Wahnsinn. Ohlala. Die ist da unten. Wir müssen erstmal darüber. Na, dann machen wir das. Freunde, wir spielen hier noch 5 Minuten und dann quatsche ich mal offline ein bisschen rum. Und dann schaue ich mir das. Wenn ich wieder was Interessantes gefunden habe, sage ich es dir dann. Kann man da nicht drauf gehen da? Gut, pass auf, Freunde, wir schauen mal, dass wir das nicht. Folge der alten Straße nach Süden. Nächste. Fast da. Nächste, ich will da rauf, kann man da nicht drauf gehen. Da schon her, was ist denn das? Und da kann man jetzt nicht drauf gehen, da.
komm. Da gehen wir jetzt noch rauf, das will ich wissen. Ist da der Bär droben, oder wie? Da, was geht denn da rein? Da geht nichts rein. Hä? Da geht nichts rein. Da ist eine Wurzel. Hoppla. Da, hallo. Das nehmen wir mit. Da, ich will da raufgehen. Da. Da will ich rauf. Da war ich vorhin schon, oder wie? Da gehen wir jetzt noch rauf und dann machen wir... Da, oh, da ist der Böse. Ach du Schande. Speichern. Soll ich mal neu speichern? Und wenn ich jetzt da raufgehe, was passiert dann? Da ist der Bär. Sehr böse. Hey. Da war das der Kollege. Hat das der Kollege gemacht. Ah! Das ist jetzt auch, das ist mein Begleiter. Toll, toll, toll. Ich will da rauf. Wo ist denn das jetzt? Rechts rum. Oh, was ist da? Was ist da? Ah, entdeckt, da ist jetzt ein Baum, ist was drin jetzt. Wie sehe ich denn das? Leguanbissen, die haben alle einen Vogel. Da oben, da ist nichts mehr, oder? Wahnsinn. Kann man da raufgehen? Das will ich wissen. Komm. Hallo. Aber jetzt, komm her. Da machen wir jetzt Pause. Schau dir das an, ich glaub's nicht. Ah, nee. Schau dir das an. Hallo. Wollte gerade sagen, es sieht aus wie im Disney World, aber erstens war ich noch nicht im Disney World. Und zweitens sieht's, der rennt jetzt unten rum, oder wie? Bin ich blöd? Oder ist das ein Böser? Gut, Freunde, dann speichere. Also, ich mache jetzt hier aus und watschel mal ein bisschen weiter. Und wenn ich wieder was gefunden habe, sage ich dir Bescheid. Okay, also tschüss, bis gleich.